Moin, moin. Ein Tag nach den Heidelbeeren ist jetzt auch der Raps dran. Das knubbelt sich gerade so ein bisschen, das Hin- und Hergewandere. Aber das sind jetzt hier die 8 Völker sozusagen, die ich in den Raps stelle. Und ich nehme euch mal wieder einen Zeitraffer mit, einfach ganz kurz und zeige euch dann das Rapsfeld. Ja, viel Spaß beim Zugucken. Angekommen. Man sieht, ein bisschen Zeit hat es noch. Die Ränder blühen schon. Hinten sieht man noch, es ist noch relativ grün. Ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, die Völker brauchen eher eine Woche oder zwei. Aber die können sich sozusagen jetzt mit dem Raps entwickeln. Also hier gibt es schon genug Blüten, die offen sind, damit die Energie kriegen. Und wenn sie dann soweit sind, dann können sie auch eintragen. Geschafft für heute. Völker stehen. Ich habe jetzt den Schutz angezogen, wo ich zwei von den Völkern nochmal einen kleinen GPS-Tracker reingetan habe, falls da irgendwer Dummes vorhat, dass wir so ein bisschen auf der sicheren Seite sind. Ansonsten hat es gut geklappt. Die Damen, die sind direkt jetzt raus. Und ich denke, die werden heute den Tag nutzen, das Feld zu erkunden. Ja, ich denke, wir sehen nächste Woche mal rein, wie es aussieht, ob sie was eintragen konnten. Die haben jetzt wieder so in die nächsten 2 Tage schön gemeldet und danach wieder ein paar Tage, ich sag mal, schlechtes Wetter. Sodass da jetzt nicht der Mega-Eintrag kommt. Aber wie gesagt, der Raps, der braucht eh noch eine Woche, bis er in Vollblüte ist, so ungefähr. Oder vielleicht sogar anderthalb, je nachdem, wie jetzt die Woche läuft. Von daher passt das schon ganz gut. Da können sich die Völker jetzt mit dem, was sie hier kriegen, vernünftig entwickeln, vernünftige Volksstärke aufbauen. Und wenn er dann voll da ist, dann können die zuschlagen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch und ein Abo dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö!